Darf ich nochmal herzlich begrüßen im Namen des SK Rapid und dem Trainer gratulieren, sein 50. Pflichtspielsieg als Rapid-Cheftrainer. Und bitte eine kurze Analyse von diesem 2:1 gegen deinen Ex-Club St. Pölten. Ja, ich denke mal, dass man heute sicher ein gutes Spiel gesehen hat. Von uns, speziell erste Halbzeit, war es wirklich ein sehr gutes Spiel, wo wir uns leider nicht mit Toren belohnt haben, sind in Rückstand geraten, haben dann zum Glück, sage ich mal, Posten in den Ausgleichstreffer erzielt, aber wir hätten uns das Spiel leichter machen können, aber so von den Spielaktionen, wie wir es vorgetragen haben, war das echt ein gutes Spiel. St. Pölten hat sich dann Ende der ersten Halbzeit ein bisschen zurückgezogen und hat dann versucht, eben, dass wir ihnen diese Freude machen, dass wir ihnen einen Ball in der Fußbewegung anbieten. Das haben wir zum Glück nicht getan. Und zweitens war es dann einfach so, dass wir dann auf ein Tor gespielt haben und haben dann zum Glück nur das 2:1 gemacht. Aber alles andere wie Sieg wäre heute ein Jammer gewesen, weil ich glaube, verdienter kann ein Sieg nicht sein. Vom Ergebnis zwar nicht, aber von den Spielanteilen, von dem Spiel selbst. Und gibt natürlich nur 3 Punkte, aber war von meiner Mannschaft ein gutes Spiel. Bevor wir zur ersten Frage von Herrn Hackl kommen, haben schon einige gefragt. Zwei Wechseln waren, haben ausgeschaut noch verletzungsbedingt. Thorsten Schick und Dejan Lubicic. Gibt es da schon etwas zu sagen? Beim Schick war es eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat gesagt, dass er ein bisschen ein leichtes Ziehen spielt, aber da wird es definitiv kein Problem geben. Beim Dejan ist es so, ich habe jetzt mit dem Doktor gesprochen, es wird man auch eher gemacht, aber er glaubt, dass es nicht so schlecht ist. Und da hoffe ich auch, dass es bestätigt. Aber da weiß ich jetzt noch nicht. Beim Schicki bin ich 100% überzeugt, dass das am Sonntag geht. Super, vielen Dank. Und erste Frage nehme ich an Christian Hackl. Das Mikrofon kommt. Du, Didi, überrascht dich diese Spielfreude? Ich meine, das sind wirklich flüssige Kombinationen. Oder war damit irgendwie schon zu rechnen? Es hätte natürlich mehr Tore fallen müssen, aber es ist auffallend in den beiden Spielen. Die Tore sind sehr spektakulär. Ein paar. Es war ein Fersler, glaube ich, im letzten Spiel vom Klaas Müllner, jetzt wieder das vom Kara. Merkt man da irgendwie diese Freude am Spiel, wenn man sowas sieht? Ich sage das eigentlich schon seit längerem. Also auch im Herbst, also im Herbst so geht's, haben wir wirklich gute Spiele gemacht. Haben dann, wenn ich jetzt noch das Austria-Spiel hernehme, wo wir sie nicht belohnt haben, muss ich sagen, das war, glaube ich, noch dominanter. Aber ich denke, die Jungs haben Freude im Fußball. Natürlich, wenn du positive Resultate erzielst, dann ist es einfach so, dann geht dir vielleicht vieles leichter. Aber ich denke, dass wir schon immer versuchen, dass wir das Spiel in der Hand haben und dass wir immer versuchen, ins letzte Drittel zu kommen. Und das gelingt uns jetzt wirklich sehr, sehr gut. Aber es war ja ein bisschen so ein schmaler Grad, weil wenn wir dann ein nettes Tor machen und dann gehst du mit einem 1:1, dann waren wir alles wieder hinterfragt. Ich glaube, die Art und Weise der Mannschaft, wie sie das jetzt anlegt, ist das Fußball ist schon sehr, sehr schön zum Anschauen. Und ich habe das jetzt auch schon des Öfteren gesagt, mir tut es wirklich leid, dass wir leider die Zuschauer nicht im Stadion haben. Dankeschön. Alex Huber, Kurier bitte. Ich weiß, die Urteile von anderen sind jetzt nicht das Allerwichtigste, aber der Robert Ibertsberger hat gerade gesagt, wenn Rapid so weiterspielt, spielen sie um den Titel mit. Was macht das mit dir? Ist das dann eher Freude, wenn man sagt, okay, die Rapid steht wirklich gut da und auch die Konkurrenz merkt es, oder geht dir das dann eher am Nerv, wenn du dann sozusagen vor jedem Spiel erklären musst, warum doch Salzburg andere Möglichkeiten hat? Es ist so, wir denken jetzt von Spiel zu Spiel. Natürlich ist schön, wenn der Robert das sagt, weil ich glaube, da bin ich auch seiner Meinung, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben. Aber ich denke, dass wir in erster Linie die Spieler alle fit brauchen. Und da denke ich jetzt nur an Dejan Lubicic, also wenn da hoffentlich jetzt nichts wäre. Wir brauchen keine Sperren, keine Verletzungen, was ich schon gesagt habe. Dann wird man weiterschauen. Aber ich will jetzt nicht beginnen zu sagen, wir wollen da jetzt, wir wollen eigentlich gute Spiele machen und es kommt alles von alleine, aber wir schauen der altbekannte Spruch von Spiel zu Spiel. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen an den Coach? Wenn nicht, ich glaube, er möchte sehr, sehr gern den nächsten Gegner anschauen. Ja.
WRC gegen LASK und vielen Dank, Didi.